Woher ist dieser riesige Vogel gerade gekommen? Man erzählt sich von einem Kondor, der einen alten Inselreaktor zu seinem Nest gemacht haben soll. Ob das stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Und wie man die Insel erreicht, weiß ich leider auch nicht. Geschieht diesen Shinra-Säcken jedenfalls recht. Dem armen Mann aber nicht. Nur wenn wir ihn nicht erreichen können. Ja. Lasst uns erstmal nach Juman gehen. Gehört das hier schon zu Junon? Nein. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein marodes Fischerdorf. Ha, typisch Shinra. Alles, was denen nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nicht so schnell. Willkommen unter Junon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Was wird das? Avalanche. Was, wenn es so wäre? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du heißt Aris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Wenn ihr wollt, könnt ich es aber auch bleiben lassen. Bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. Zwei Männer und eine Frau. Hört, hört. Sie sind mit dem Aufzug darauf gefahren. Ho, ho, ho. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. In dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. Außerdem ist oben gerade was los, mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Also macht uns hier bitte keinen Ärger, hört ihr? Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Tja, und was jetzt? Die schwarzen Schluffis sind jedenfalls nicht zu sehen. Es macht eigentlich keinen Unterschied, was ihr Ziel ist. Wenn sie hier weg wollen, gibt es nur zwei Wege. Über das Meer oder durch die Luft. Das stimmt. Wir sollten uns aufteilen und umhören. Vielleicht hat ja irgendjemand etwas gesehen. Ein Mann in Schwarz zum Beispiel. Oder weiß, wo wir uns ein Boot leihen können. Treffen wir uns anschließend im Hotel wieder? Ja, machen wir. Aber bleibt unauffällig. Die salzige Seeluft ist... Die süße Priscilla fällt an. Zur Republik. Hast du die? Manchmal kommt ein Delfin ganz nah an die Küste. Heute sind uns unglaublich viele... Wisst ihr, Kinder? Herzlich willkommen. Ein Einzelzimmer? Hilfe! Ein Ungeheuer! Kann mir niemand helfen! Hilfe! Dieses Schwert!
Du verstehst dich aufs Kämpfen, oder? Das gerade war eindeutig Priscilla. Bitte, du musst ihr helfen. Schnell, hier lang. Das Mädchen auf dem Boden ist in Gefahr. Mal schauen, was heute so anbeißt. Das hier lang, wird heute schnell. Oh nein, sie spüren ihn auf. Hilfe! Wow! Schon in die Luft, genau wie den Reaktor. Was? Barrett, komm schon. Wir locken es weg. Jo. Stirb, du mieses Drecksvieh! Nichts überstürzt. Auf Barrett ist mal das! Bär! Genau da gehörst du hin. Wie schmeckt dir das? Bär! Blitzschlag! Was zur... Achtet auf den Boden! Wo dem Mädchen geht. Komm! Sie scheint nicht zu atmen. Hey, kann jemand helfen? Sollten wir nicht lieber einen Arzt von oben holen? Dafür ist keine Zeit. Sie muss sofort beatmet werden. Sie kühlt aus. Beeilung! Verdammt! Jemand muss ihr helfen! Sie muss sofort beatmet werden! Hey, du da! Hilf mal! Übernimm die Herzmassage! Okay. Jetzt drücken! Was fällt dir ein, du schmieriger Typ? Nanu?
Da ist unsere Splittergruppe. Splitter, was? Sie haben Avalanche verlassen. Es gab da ein paar Differenzen. Diese Leute sind meine Gäste, weißt du? Außerdem haben sie dich gerettet. Oh, ach so war das also. Entschuldigung. So bedankt man sich natürlich nicht bei seinen Rettern. Kommt nicht wieder vor. Na dann, Yuffie. Ruh dich lieber ein bisschen zu Hause aus. Aha, mach ich. Danke, Leute! Danke, Leute. Also die hat Nerven. Ich will ja nicht meckern, aber diese Jugend heutzutage... Ach, was? Wer war das? Ebenfalls neu hier. Je rauer die See, desto mehr Treibgut wird angespült. Das Meer wirkt heute so anders. Fast beängstigend ruhig. Irgendwas braut sich da zusammen. Oh, oh, da seid ihr ja! Splittergruppe von Avalanche. Wie kommst du denn darauf? Also ich finde euch super, super toll! Tausendmal besser als die Hauptgruppe, so viel steht fest. Oh. Oh, schön, endlich mal eine, die es schnallt. Schon mal Räucherfisch? Hey, können wir uns später mal treffen? Ich hätte da nämlich eine Bitte. Und bedanken will ich mich auch noch, okay? Warum kommst du dann nicht morgen in die Herberge? Super! Also dann, bis morgen! Die hat aber ganz schön dick aufgetragen, was? Naja, ist ja noch ein Kind. Die wimmeln wir schon irgendwie ab. Gib's zu, du hast dich gefreut. Wie auch immer, erstmal zur Herberge. Oh, die Helden vom Strand. Hab gehört, was ihr für Priscilla getan habt. Vielen Dank dafür. Rhonda hat mich gebeten, euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Lasst mal sehen. Vier Zimmer nehme ich an? Wir hätten gerne fünf. Sehr wohl. Die Rechnung geht natürlich aufs Haus. Das ist unsere Art, euch Danke zu sagen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Die Zimmer sind schlicht, bieten aber alles, was man braucht. Es ist lange her, dass wir so viele Gäste hatten. Ist offen. Ah, unser Rettungsschwimmer. Eine Ahnung, um was diese Yuffie uns wohl bitten will? Ich nämlich nicht. Die will sicher ein Autogramm von dir. Der Preis des Ruhms, was? Zum Glück habe ich mit sowas gerechnet und meine Unterschrift fleißig geübt. Soll ich mal dein Schwert signieren? Ich spürte, wie sie mir entglitten, eine nach der anderen. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Ja, ging mir auch so. Als hätten sie sie einfach aus mir rausgesaugt. Alles, was ich weiß, ist, dass etwas fehlt. Aber was genau fehlt, das weiß ich nicht. Alles ist verschwommen. Verdammte Mäuren! Sie sind seitdem nicht wieder aufgetaucht. Oh. Oh. Cloud! Wer ist denn bei dir? Oh. Oh.
Das war Red? Verstehe. Gut. Danke fürs Aufpassen. Bist sicher müde. Ruh dich gut aus. Herein! Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir Midgar verlassen haben, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich hoffe, Mama und Marlene geht es gut. Hast du Heimweh? Sephiroth ist jetzt wichtiger. Richtig. Sag mal, erinnerst du dich an unser erstes Treffen, Cloud? Du hast mir eine Blume aufgezwungen. Die habe ich dir geschenkt, Cloud. Ich habe die Blume danach im siebten Himmel gesehen. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du derjenige warst, der sie in die Vase gestellt hat. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Also ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ein Geschenk einfach so an jemand anderes weiter zu verschenken. Hast recht. Vergeben und vergessen. Für dieses Mal. Na rein. Der Geruch des Meeres ist überwältigend. Das wird es mir erschweren, unsere Gegner frühzeitig zu wittern. Das ist beunruhigend. Auf meine Ohren ist weiterhin Verlass. Sollte ich etwas Verdächtiges hören, schlage ich Alarm. Zufall. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ich wollte... Hm? Das sind Kallen. Tut mir leid. Komm rein. Ich hab dir Unrecht getan. Ich war ja nicht besser. Hey, erinnerst du dich an Emilio aus Nibelheim? Ich erinnere mich nur an dich. Er war... Der Sohn des Krämers. Aha. Emilio hat das Dorf kurze Zeit vor dir verlassen, Cloud. Danach habe ich ihn lange nicht gesehen. Aber letztes Jahr kam er in die Bar. Er meinte, er wäre sonst nie in den Slums. Er hatte sich ganz schön verändert. Verstehe. Und er war in Begleitung einer wunderschönen Frau. Du hättest sie sehen sollen. Sie war... Interessiert dich nicht. Naja. Aber ich höre dir gerne zu. Schon gut. Du hast mich wieder getestet. Nein, das habe ich nicht. Bringt nichts. Du hast ja recht. Sorry. Schon gut. Lass uns bald mal reden. Offen und ehrlich. Dann nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Mach ich sowieso nie. Nacht.
Kommt rein, Leute! Oh. Hey! Okay, es sind also alle hier. Dann stellen wir uns doch mal vor. Ich bin Yuffie, Agentin der Übergangsregierung von Wutai und talentierte Materiajägerin. Im Namen meiner Heimat und als waschechte Ninja bin ich von weit her hierher gereist, um die tyrannischen Pläne von Shinra zu durchkreuzen. Wutai? Ja, also, ihr könnt euch jetzt richtig geehrt fühlen, denn ihr dürft euch mir anschließen. Wisst ihr, ich finde euch nämlich viel, viel cooler als die Hauptgruppe. Ich fürchte, da hast du dir leider die Falschen gesucht. Wir haben mit Spionieren und Attentaten nämlich nichts am Hut, klar? Das verbitte ich mir! Nun! Wobei, diesmal hast du vielleicht recht. Was denn jetzt? Ich mag weit von meiner geliebten Heimat Wutai entfernt sein. Aber das hält mich nicht davon ab, allein gegen Shinra weiterzukämpfen und dabei auch ganz ordentlich zu verdienen. Natürlich habe ich auch hier nach einer lukrativen Arbeit für mich gesucht. Da meinte Rhonda, sie hätte einen wichtigen Auftrag für mich. Ein Attentat nämlich. Und jetzt haltet euch fest. Wer ist wohl das Ziel? Spiel dich nicht so auf. Ich sag's ja schon. Es geht um niemand anderen als Direktor Rufus Shinra persönlich. Na, überrascht? Dieser Rufus soll schon bald hier aufkreuzen. In der Stadt über uns. Es gibt wohl eine Parade zu seinem Amtsantritt oder so. Die Leute in diesem Dorf sind stinke sauer auf Shinra, seit die ihnen ihr Land und die Sonne geraubt haben. Und deshalb wollen sie... Was du nicht sagst. Rhonda will das Geld für meine Belohnung besorgen, indem sie euch an Shinra verrät. Was? So ein Pech. Anscheinend hat sie schon getan. Ja, dann bleibt euch wohl nichts übrig. Hey! Ich rede mit Priscilla. Die bringt euch sicher nach oben. Viel Spaß mit dem Typen. Wenn du nicht schnell da rauskommst, komm ich rein. Und zwar mit meinem Motorrad. Alles klar, mein Freund? Wer? Drin sind wir im Nachteil. Lasst uns rausgehen. Ja. Wie lange willst du mich denn noch warten lassen, mein Freund? Da bist du ja endlich, mein Freund! Haha! Schüchtern wie immer, was? Ich habe eine wichtige Mitteilung für dich. Man hat mich einer Spezialeinheit zugeteilt, die Aeris zurückholen soll. Ich dachte, das solltest du vielleicht wissen. Und wo ist die Einheit? Diesmal ist's bloß ein Besuch unter Freunden. Hier ist schließlich keine angemessene Bühne für eines unserer Tänzchen, oder? Hier könnte man nicht voll aufdrehen. Da blieb der Spaß doch auf der Strecke. Oben sind die Bedingungen da schon weitaus angenehmer. Dort also werde ich dich sehnsüchtig erwarten. Mein Freund! Was für eine Arschgeige. Scheint, als wäre es Zeit zu gehen. Wohl besser für das Dorf. Yuffie meinte doch, dass wir Priscilla fragen sollten, wenn wir nach oben wollen, oder?
danke, dass ihr euch um diesen Shinra-Spinner gekümmert habt. Uns einfach an die zu verpfeifen. Du hast vielleicht Nerven. Hier. Ist nicht viel, aber... Willst du dich freikaufen? Das ist das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt war. Ich hatte von Anfang an vor, euch daran zu beteiligen. Als Gegner von Shinra müssen wir schließlich zusammenhalten. Und was, wenn sie uns geschnappt hätten? Das hätten wir dann schon gesehen. Ist doch gut gelaufen, also wo ist das Problem? Jetzt muss nur noch Yuffie ihren Teil erfüllen und ich bete, dass sie es schafft. Mann, das Ding macht einen Lärm. Früher war es wahrhaftig viel ruhiger auf See. Oh, da seid ihr ja! Wir müssen hoch. Yuffie meinte, du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helfe euch. Also, Yuffie hat's rausgefunden. Der einfachste Weg rauf nach Junon führt über dieses Schiff da. Seht ihr? Von da lässt sich alles steuern. Einer von uns muss das Schiff also runterlassen. Die anderen fahren dann damit hoch. Ein Aufzug quasi. Problem, wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? Hochspannung steht da. Mhm. Wer versucht, da rauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann nämlich voll viel. Wisst ihr... Ach, richtig. Ich erzähle euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Fiepen. Hab's eilig. Sorry. Oh. Es tut uns echt leid. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Dann kannst du uns alles in Ruhe erzählen, okay? Okay. Versprochen? Hier. Hm? Kennst du nicht? So, so, so geht das. Ah, verstehe. Super. Und wie geht's weiter? Finny wird einen von euch nach oben bringen. Und zwar mit einem Riesensprung. Na? Wer von euch will es probieren? Dein Metier, Alleskönner. Ah, schon gut. Okay, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Glück!
Gut, dann alle Mann an Bord. Captain Finny wird euch bis zum Schiff ziehen. Ich hoffe doch schwer, das Ding saft nicht ab. Wir treffen uns oben. Gehen wir. Nicht so stark bewacht wie erwartet. Kümmern sich wohl um die Parade. Sind denen anscheinend nicht mehr wichtig genug, wie? Was sehr viel besser für uns ist, nicht? Die Stadt ist riesig. Wird schwierig, die Schwarzkutten hier zu finden. Also hier sind sie nicht. Gehen wir runter. Zum Ruhme Junons werde ich die Zeremonie zum Erfolg machen. Cloud, was ist das? Die Highwind. Das schnellste und modernste Luftschiff der Welt. Shinra hat viel in seine Fertigstellung gesteckt. Warum schnappen wir es uns dann nicht? Dieses Luftschiff kann nur von einem sehr fähigen Piloten gesteuert werden. Und eine Crew braucht es auch. Schade. Wäre nett gewesen. Lasst uns lieber nach einem Boot suchen. Hast du den Antrieb der Highwind gesehen? Der Direktor sah so gut aus. Gut so. Im Vergleich. Wir müssen noch das Treffen vom Direktor mit der. Wir müssen dem Vorlaut. Mir wird ganz flau im Magen, wenn ich daran denke, dass der Staat.
Nein, nicht nötig. Lasst sie ruhig. Herein. Verzeihung. Ein Bote aus Wutai möchte Sie sprechen. Gouverneur Saruf schickt ihn. Ach. Er nannte sich Oberst Glenn Lodbrok, Herr Direktor. Na gut. Doch noch am Leben, ja? Eigentlich bin ich mausetot. Kommen wir gleich zum Punkt, Herr Direktor. Ich gehe davon aus, dass du die großen Pläne deines Vaters und unseres Gouverneurs weiterführen wirst. Das habe ich vor. Dann bin ich ja beruhigt. Immerhin haben wir einen Krieg anzuzetteln, vergiss das nicht. Wie du weißt, ist die Stimmung zwischen Shinra und Wutai überaus angespannt. Beide Seiten wollen die Magnus-Materia. Darüber bin ich im Bilde. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mein Vater ist nicht mehr. Und ich habe eine neue Vision. Immer noch der freche Bengel von damals, der stets seinen Kopf durchsetzen will. Sag bloß, du glaubst auch immer noch das Märchen vom verheißenen Land. Eine unerschöpfliche Gier. Ihr Shinras habt nichts als Marco im Kopf. Damit fällt ihr das Todesurteil. Für unseren Planeten. Ein Krieg bringt den Menschen Wut, Leid und Hass. Doch auch eine bisher ungekannte Einigkeit. Stürzt die Welt ins Chaos, hat der Planet die Chance, wieder aufzuleben. Der Planet will es so. Wir müssen ihn an den Rand der Zerstörung bringen. Da muss ich! Das Ganze war eure Idee. Also ziehen wir es auch durch. Spiel mir bloß nicht den Unschuldsengel. Gemeinsam sorgen wir für Gerechtigkeit. Ah, fast hätte ich's vergessen. Die Nachricht von Gouverneur Saruf. Meine herzlichsten Glückwünsche zur Ernennung zum Direktor. Shinra ist in guten Händen. Was für eine Reichweite hat so eine Makrokanone eigentlich? Das wär's, wenn sich Avalanche hier unter uns gemischt hätte. Meine Frau ist ganz vernarrt in diesem neuen Direktor. Ja, er wird immer beliebter. Für den Direktor müssen die Vorbereitungen mit höchster Sorgfalt. Glaubst du, dass Aufkleber auf dem Helm verboten sind? Über Junon, Cloud? Junon ist eine Militärstadt mit einem Unterwasserreaktor. Sie dient vor allem der Abwehr von Angriffen übers Meer. Wenn es sein muss, kann sie sich in eine Festung verwandeln. Außerdem ist sie ein Drehkreuz für den Luft- und Wasserverkehr.
Das macht sie für Shinra zur wichtigsten Stadt nach Midgar. Ach ja? Sag mal, kennst du vielleicht irgendwelche Restaurants oder Sehenswürdigkeiten? Damit kenne ich mich nicht aus. Verstehe. Mal wieder typisch. Aeris, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Sightseeing ist nicht. Das weiß ich doch. Ah, guck mal, dort. Alle Mann hergehört. Wir, die 7. Infanterie Midgars, werden uns die Ehrenauszeichnung des Direktors holen. Wir haben lange und ausdauernd an unserer Formation gearbeitet und werden unsere Stadt stolz machen. Jawohl! Gardisten, bis zur Parade habt ihr Freigang. Aber nutzt die Zeit auch, um die Formation nochmal zu üben. Ja! Die scheinen alle an der Parade teilzunehmen. Aber klar doch, wollen sich beim Direktor einschleimen. Ich habe bisher ja nichts gesagt, aber es muss raus. Was denn? Rufus läuft direkt vor unserer Nase rum. Das können wir doch unmöglich ignorieren, oder? Ah. Müssen ihn ja nicht gleich abmurksen. Aber ein paar Takte sagen und ihn dabei ein wenig verklappen. Ich stimme halb zu. Haben die Turks nicht behauptet, man würde uns nicht mehr verfolgen? Aber trotzdem ist der Typ auf dem Motorrad aufgetaucht. Die sollen sich mal entscheiden. Ganz deiner Meinung. Nur, ob wir so einfach an den Direktor rankommen? Es gibt einen Weg. Hä? Wir stürmen die Parade! Nein. Bei der Zeremonie wimmelt es nur so von Wachen. Gegen die alle haben selbst wir keine Chance. Wir geben uns als Gardisten aus und infiltrieren die Parade. Dadurch kommen wir unbemerkt in Rufus' Nähe. Im Ernst? Na klar. Super Idee, Cloud! Gar nicht schlecht. Barrett und Red? Checkt die Position der Wachen und findet einen Weg zum Hafen. Und sucht auch nach den Schwarzkutten. Wieso wir? Ihr passt in keine Gardistenuniform. Klingt vernünftig. Schnauze. Bis später dann. Ich suche mir erstmal eine Uniform. Wir kommen mit. Genau, dann los. Hier lang. Achtung, dies ist ein Aufruf an alle Gardisten. Wir haben noch einige wenige Ersatzuniformen. Bitte nicht trödeln beim Umziehen. Gibt es hier noch jemanden, der ohne... Was haben wir hier? Oh. Oh, so sind die also gebaut. Na, sollen wir? Halt! Ja. Ab hier 3 Schritte Abstand, bitte. Lange her. Halt! Hände hoch! Überzeugt. Wie richtige Gardisten. Jetzt müsst ihr euch nur noch wie welche benehmen, sonst fliegen wir schnell auf. Macht mir einfach alles nach.
Halt! Ihr drei, ihr wart gar nicht bei der Übung vorhin. Wollt ihr mir etwa sagen, dass ihr verschlafen habt? Bitte um Verzeihung! Bitte um Verzeihung! Ist das etwa alles? Bitte um Verzeihung? Habt ihr eigentlich den Hauch einer Ahnung, wie wichtig diese Parade ist? Bewegt eure Hinter da rein! Und wehe, die Oberkommandantin ist nicht zufrieden! Ich schwöre euch, ein falscher Schritt und ich... mach Behemoth-Futter aus euch! Was jetzt? Die Routine kenne ich auswendig. Macht mir alles nach. Ob das gut geht? Was gibt's da zu tuscheln? Oh. Los, rein mit euch! Sir! Formation! So, so. Ihr habt also das Training geschwänzt. Ihr müsst euch eurer Sache ja sehr sicher sein. Finden wir es raus. Kommt, zeigt doch mal, was ihr könnt. Aber ich warne euch. Ein falscher Schritt und ich stopf dem nächstbesten Morbol das Maul mit euch. Kapiert? Bereit? Dann leg mal los! Das geht noch besser. Nicht schlecht! Formvollendete Bewegungen und Körperspannung. Das ist Perfektion. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Dürfte ich vorschlagen, ihn an die Spitze unseres Zugs zu stellen? Meinen Glückwunsch! Mit sofortiger Wirkung ernenne ich dich zum Kommandanten der 7. Infanterie. Du wirst ganz vorn stehen. Die gesamte Kompanie soll sich ein Beispiel an dir nehmen. Eine ehrenvolle Aufgabe, die große Verantwortung mit sich bringt. Der Sieg hängt von dir ab. Ma'am? Gut. Bevor die Parade beginnt, müsst ihr noch die Gardisten der Kompanie zusammensuchen. Also, die Einheiten sind in der Stadt verstreut. Und ihr müsst mindestens 5 von ihnen finden. Ihr wisst, jeder Gardist trägt das Abzeichen seiner Kompanie am Arm. Sind alle beisammen? Begebt euch auf direktem Weg zum Paradeplatz. Und keine weiteren Verspätungen mehr. Ist das klar? Dann weggetreten. Ma'am! Thank you.
Das war aber ganz schön knapp. Glaubst du echt, dass wir mit der Parade nahe genug an Rufus herankommen? Nein, aber während der Verleihung der Auszeichnung. Die wird nämlich vom Direktor der Firma persönlich überreicht. Verstehe. Das ist ganz schön riskant, oder? Wenn schon, denn schon. Nicht wahr, Cloud? Wollen wir unsere Leute mal einberufen? Genau. Die 7. Infanterie Midgards. Die mit dem Abzeichen hier, richtig? Mhm. Kommt. Ja? Ah. Und? Seid ihr bereit? Das nenne ich Timing. Dürfte ich Sie wohl bitten, ein Foto zu schießen? Einfach draufdrücken! Vielen Dank! Wahnsinn! An dem Foto stimmt einfach alles. Das rahme ich mir ein. Die Pause ist um. Auf geht's zum Paradeplatz. Mir nach. Jawohl! Junon ist ein Paradies für Waffenliebhaber. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesem Angebot. Was denn? Du willst uns doch nicht etwa den limitierten Bausatz wegschnappen? Alter, guck dir seinen Helm an! Kommandant, ich bin untröstlich! Genug gefaulenzt. Raus, sofort! Verstanden! Das ist sie also, Junons Mako-Kanone. Ich habe schon so viel über sie gelesen. Dann weißt du sicher auch, dass sie aufgrund des Abkommens mit Wutai nicht mehr abgefeuert werden darf. Hey, merkst du nicht, dass du störst? Das ist unser Kommandant. Hä? Puh, bitte um Verzeihung! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Kanone ist ja riesig. Sagt mal, ist das da Barret? Du da! Was denn? Ich bin doch nur ein Matrose in Uniform. Nichts Ungewöhnliches. Ach, ihr seid das. Erschreckt mich doch nicht so. Hey, Barret. Hm? Ahoi. Lacht nicht, denn was anderes habe ich nicht gefasst. Macht doch nur Spaß. Ich habe einen Weg zum Hafen gefunden. Und bei euch hat wohl auch alles geklappt. Ja, läuft besser als gedacht. Fehlt nur noch die Auszeichnung. Gar nicht mal schlecht. Dann wünsch uns Glück. Puh. Hey, seht mal. Verdächtig.
Root, erklär du es ihnen. Zum ersten Mal hier? Wer hier trinken will, muss seinen Helm abnehmen. So steht es in den Regeln. Also? Könnte es sein, dass ihr etwa keine Glatzen habt? Moment! Dieser Mann ist unser Kommandant! Sir, in dieser Bar herrschen besondere Regeln. Helme sind hier nicht erlaubt. Eure Pause ist vorbei. Alle nach draußen! Sir, verstanden! Stoßen wir nach unserem Sieg zusammen an. Lauf, Stamp, lauf, lauf geschwind wieder. Heute werden sicher auch eine Menge Menschen aus Midgard zusehen. Für sie müssen wir uns extra ins Zeug legen. In all diesem Chaos brauchen sie wieder neue Hoffnung. Was gibt's denn? Den Helm kenne ich doch. Leute, das ist unser Kommandant! Salutiert! Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Wartet mal! Willst du Futter? Die Uniform steht euch gut. Woher wusstest du, dass wir es sind? Durch euren Geruch. Deine Nase ist wirklich beeindruckend, Red. Sie ist beinahe wieder ganz die alte, seit wir Midgar und das Marco hinter uns gelassen haben. Auch diesem Ort möchte ich schnell den Rücken kehren. Mit welchem Gefühl gehen Sie heute auf den Paradeplatz? Ich kann mit Stolz sagen, dass die 7. Infanterie Midgars hart und unermüdlich für den heutigen Tag trainiert hat. Doch jeder Schweißtropfen hat sich mehr als gelohnt. Oh, Entschuldigung, wir sind mitten in einem Interview. Oh. Kommandant, Sir! Oh, Sie sind der Kommandant? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber das passt ja wunderbar. Dürfte ich Sie wohl um ein kurzes Interview bitten? Die Auszeichnung ist hart umkämpft. Mit welcher Strategie planen Sie, Ihre Kompanie zum Sieg zu führen? Tja. Oh. Sie sind so klug, Kommandant. Wir dürfen unsere Strategie natürlich nicht so einfach preisgeben. Die ist schließlich geheim. Die Pause ist um. Auf geht's zum Paradeplatz. Mir nach. Sir! Hat sich der neue Direktor eigentlich bisher die ganze Zeit herumgetrieben? Hat sich bestimmt die Welt außerhalb Midgars angesehen. Nun, Reisen bildet schließlich, nicht wahr? Schon, aber dafür hat er sicher keine Ahnung, was seine Truppen aus Midgar drauf haben. Wir sind gerade mitten in einer Übung. Oh, Herr Kommandant, ich bitte um Entschuldigung. Das Training ist vorbei. Zeit für unseren Auftritt. Folgt mir. Jawohl! Stets bereit! Ja? Wenn dieser Einsatz hier vorbei ist,
werde ich zur Spezialeinheit, die Evelyn stinkfest machen soll, versetzt. Oh nein! Doch. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wohin ich entsendet werde. Herr Kommandant, verstehe. Haben Sie wirklich Zeit für einen Ding? Müssen wir... Was ist? Siehst du nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Hä? Sein Helm! Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, Kommandant. Genug gefaulenzt. Raus, sofort! Jawohl! Von dieser Brosche. Für deine Freundin? Klar, wird ihr sicher stehen. Entschuldige, wenn ich noch mal nachfrage, aber du willst dir allen Ernstes eine Brosche mit zwei überkreuzten Maschinengewehren kaufen? Meinst du, die mit den zwei überkreuzten Bajonetten wäre besser? Wen hat die arme Frau sich da bloß angelacht? Ah, Kommandant, Sie kommen genau richtig. Ich bin gerade dabei, ein Geschenk für meine Freundin auszuwählen. Welche der Broschen spricht sie mehr an? Die mit den Maschinengewehren oder die mit den Bajonetten? Ist echt dermaßen peinlich. Beachten Sie ihn gar nicht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Eure Pause ist vorbei. Ab nach draußen. Jawohl! Die Atmosphäre. Die ganze Stadt fiebert dem Aufbruch in eine neue Ära im feierlichen Ausnahmezustand entgegen. Also. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir Brandgardisten mit der Ifrit-Formation unschlagbar sind. Schon, aber die Ramu-Formation der Grenadiere ist auch nicht zu verachten. Allerdings ist die Shiva-Formation der Sturmgardisten nahezu immer fehlerfrei. Wenn es doch bloß eine Formation gäbe, bei der alle Einheiten gleichermaßen zur Geltung kommen, dann wäre uns die Ehrenauszeichnung des Direktors sicher. Kommandant! Sir! Bitte um Erlaubnis zu sprechen, Sir! Bitte verraten Sie uns, in welcher Formation wir heute bei der Parade antreten. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber macht euch nicht zu viele Gedanken. Als euer Kommandant habe ich alles unter Kontrolle. Verstanden? Dann raus mit euch! Jawohl! Sir! Die 7. Infanterie Midgars meldet sich zum Dienst. Diesmal nicht verschlafen, was? Die Parade beginnt in Kürze. Ich hoffe, du bist bereit. Wir sind heute hier und die Augen der Welt sind alle auf uns gerichtet. Und deshalb... Dürfen wir Midgar, dürfen wir unsere strahlende Stadt nicht enttäuschen. Scheitern kommt nicht in Frage. Und... Das werden wir nicht. Klar? Wir haben den besten Kommandanten. Und er wird uns zum Sieg führen. Also schaut zu ihm auf. Und seid guten Mutes. Nicht wahr, Sir? Ja. Sag doch noch was. Vertraut mir. Wir werden den Sieg davontragen und mit ihm... Die Ehrenauszeichnung! Das ist heute unser erklärtes Ziel! Jawohl!
Niemand kann uns schlagen! Jawohl! Holen wir uns den Sieg! Jawohl! Kommandant, es wird Zeit. Auf nach Nord-Junon. Sicher. Wann wurde sie zuletzt abgefeuert? Vor 5 Jahren, Sir. Heute wäre auch ein guter Tag. Aber Sir! Sir, auch Salutschüsse bei Festlichkeiten stehen außer Frage. Denkt an das Waffenstillstandsabkommen mit Wutai. Na und? Eine neue Zeit ist angebrochen. Verkünden wir es. Großartig, Sir. Das gefällt mir. Ein Überraschungsfeuerwerk wird die Zuschauer entzücken. Sir, es ist an der Zeit. Ja! Hier entlang! Hallo! Wir befinden uns hier in Nord-Junon. Schauen Sie nur! Begeisterte Gesichter! Einfach überall! Die Menschen haben sich heute hier zusammengefunden, um unseren neuen Direktor zu begrüßen. Und hier kommt die Motorradstaffel! Atemberaubend! Perfektion auf 2 Rädern! Wow! Und nun, der Moment, auf den wir alle gewartet haben! Shinras frischgebackener Direktor! Die Menge tobt! Nanu? Was passiert jetzt? Abschuss bereit, Sir. Gut. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Das war unglaublich. Aber das kann doch nicht sein. Kam dieser Schuss wirklich? Ja, aus Junons Kanone. Wir befinden uns immer noch in Nord-Junon. Hier startet gleich die letzte Kompanie. Begrüßen Sie mit mir die 7. Infanterie Midgars. Der Kommandant der Kompanie wirkte sehr überzeugt. Sie wollen die Ehrenauszeichnung des Direktors für alle, die gerade in Midgar zuschauen. Und nun erwarten wir ganz gespannt Ihre Darbietung. Richten Sie Ihre Augen auf die 7. Infanterie Midgars. Links! Um! Formation! Ramu! Ich sehe da einiges an Potenzial. Welch leichtfüßige Bewegungen. Die Kommandos sitzen perfekt. Letzte Darbietung! Los! Man spürt den engen Zusammenhalt der Truppe. Ich traue mich kaum zu blinzeln. Einwandfrei aufeinander abgestimmt. Ganz und gar fantastisch. Sie
sollten lieber noch mal von vorne beginnen. Sie sahen soeben die erste Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Eine solche Leistung ist kaum zu übertreffen. Das Publikum ist einfach hingerissen von diesem Maß an Perfektion. Wir sind gespannt, was Sie für die nächste Runde bereithalten. Kompanie, halt! Erste Darbietung, los! Sie machen sich nicht schlecht, aber das geht noch besser. Ich kann wirklich keine Fehler entdecken. Was Formation! War das denn? Shiva! Das sieht gut aus. Knackig und zackig. So soll's sein. Eine solche Darbietung habe ich auch noch nie gesehen. Man spürt den engen Zusammenhalt der Truppe. Ganz und gar fantastisch. Sie sahen soeben die zweite Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Einfach grandios! Eine derart formvollendete Darbietung sieht man nicht alle Tage. Ich denke, wenn jemand diese Auszeichnung verdient hat, dann ist es diese Kompanie. Links! Um! Formation! Bahamut! Mir fehlt es ein wenig an Geschmeidigkeit. Einwandfrei aufeinander abgestimmt. Marsch! Ich traue mich kaum zu blinzeln. Die Kommandos sitzen perfekt. Welch leichtfüßige Bewegungen. Kompanie, halt! Knackig und zackig. Formationswechsel. So soll's sein. Wirklich keine Fehler entdecken. Letzte Darbietung. Los! Sieht doch ganz passabel aus. Eine solche Darbietung habe ich auch noch nie gesehen. Ich traue mich kaum zu blinzeln. Und damit haben wir alle Darbietungen des heutigen Tages gesehen. Oh, Entschuldigung. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Hören Sie sich das an. Ganz Junon ist aus dem Häuschen. Das Publikum lässt die 7. Infanterie Midgars hochleben. An diese einmalige Darbietung wird man sich hier bei Shinra noch sehr lange erinnern. Zur Verleihung der Ehrenauszeichnung. Was sagt der Direktor? Bleiben Sie dran! Nein, kein Problem. Sie haben uns nicht bemerkt. Ich werde etwas mit Ihnen plaudern. Kümmer du dich um die Schwarzkutten. Verstanden, Sir. Die Pause ist um.
Ihr verfolgt die Schwarzkutten. Alle mal hergehört! Dank eures tapferen Einsatzes war diese Parade ein voller Erfolg! Man hat förmlich gespürt, dass euer Herz für Shinra brennt. Davon konnte sich unser neuer Direktor überzeugen. Ich freue mich, die Sieger hier zu uns aufs Podest zu holen. Jede Darbietung war herausragend. Doch am Ende kann nur eine Kompanie die beste sein. Der Preis für die gelungenste Darbietung geht an... Die 7. Infanterie mit Gas! Blau-Oberkommandantin! Großartige Leistung! Nach einem kräftigen Handschlag beginnt sich die Oberkommandantin in Richtung Podest. Die begehrte Auszeichnung wird von jemandem als Schwarzschild-Heiliger übergeben. Auf den Lippen der Oberkommandantin zeigt sich ein Lächeln. Kein Wunder bei diesem Beifall. Ganz schön bebt. Der Applaus soll einfach kein Ende nehmen. Es folgt die Ehrenauszeichnung des Direktors. Ich übergebe das Wort. Bitte, Sir. Die Firma verdankt meinem Vater viel. Er war es, der Shinra von einem einfachen Waffenhersteller zum Weltkonzern hat aufsteigen lassen. Ohne ihn hätten wir niemals so sehr vom Marco profitieren können. Wir alle verdanken ihm viel. Gedenken wir seiner daher zuerst. Die Welt verfolgt gespannt das heutige Geschehen. Sicher fragen sich einige, ob denn so ein Jungspund wie ich wohl einen geeigneten Nachfolger abgibt. Doch, ich schwöre bei meiner Ehre, Shinras Glanz ist gemacht für die Ewigkeit. Wir stehen heute vor vielen großen Herausforderungen. Die Welt ist im Umbruch. Mutig schreiten wir voran. Und schließen damit endgültig mit der Vergangenheit ab. Den ersten Schritt tun wir heute. Nur ich kenne den Weg. Ich möchte, dass ihr mir folgt. Denn ich führe euch ins verheißene Land. Für dieses Ziel bin ich bereit, alles zu geben. Ich bin mit Leib und Seele Shinra verschrieben. Und ihr ebenso. Ich weiß, ihr seid bereit für eine neue Weltordnung. Kommen wir zur Ehrenauszeichnung. Sie geht an die 7. Infanterie mit Gas. Als Vertreter eurer ganzen Kompanie.
oder? Bitte ich euch drei, nach oben. Das ist ein Befehl. Wie Sie sehen, hat Direktor Rufus persönlich drei Baristen ausgewählt. Sie kommen zu ihm nach vorne. Achtung! Eure Darbietung hatte etwas wirklich Außergewöhnliches an sich. Die Ehrenauszeichnung geht verdient an die 7. Infanterie Midgars. Glückwunsch! Und da stehen Sie nun. Mit Stolz verdienen Sie die Waffe des Kommandantes. Sicher sind Sie in Gedanken bei Ihren tapferen Kameraden. Nehmen Sie gemeinsam diesen Sieg. Ich möchte etwas mit den Dreien besprechen. Beende die Übertragung. Sir! Denken Sie vielleicht. Los! Bewegt euch gefälligst! Dass Sie durchlaufen haben und dass es sich am Ende ausgezahlt hat? Oh. Was ist denn jetzt los? Sorry, ich muss hier mal durch. Warte, dort. Hey, hey, was wird das denn? Bei einem festlichen Anlass wie diesem braucht es doch keinen Helm, oder? Cloud Strife. Doch. Ich muss sagen, großartiger Auftritt. Aber das war ja zu erwarten. Ihr seid doch... Zurück! Aber Sir, das... Cloud Strife. Ich habe in deinen Akten gestöbert. Ziemlich interessanten Lebenslauf hast du. Gefällt mir. Deswegen schlage ich dir hiermit einen Handel vor. Für mich hat der Wiederaufbau Midgars oberste Priorität. Wenn die Bevölkerung noch weiter leiden müsste, wäre das ein allzu großer Gesichtsverlust für Shinra. Um mich ganz darauf konzentrieren zu können, möchte ich mich aller anderen lästigen Pflichten weitgehend entledigen. Im Klartext? Mein Vater hat mir eine Vielzahl an Aufgaben hinterlassen. Zum Beispiel die Wiederbeschaffung einer gewissen Zetra. Die Bergung verschwundenen Forschungsmaterials. Sowie Avalanche endlich das Handwerk zu legen. Ich kann gar nicht sagen, wie lästig mir all das ist. Ich möchte mich nicht damit befassen müssen. Heißt das, dass ihr uns nicht mehr verfolgen werdet? Genau. Die Wut der aufgebrachten Bürger lässt sich allerdings nicht bändigen. Haltet euch daher lieber von Midgar fern. Werde ich nicht mehr gebraucht? Bei Shinra weht ein neuer Wind. Und was willst du? Sag schon. Dass ihr Sephiroth erledigt. Shinra hat dieses unsägliche Monster einst erschaffen. Es muss verschwinden. Aber es fehlt uns an Personal, um diese Kreatur endlich auszulöschen. Also, was sagt ihr? Einverstanden. Habt ihr bereits eine Spur? Wir folgen den Schwarzkutten. Ein guter Plan. Diese Schwarzkutten, sind sie... Sagen wir, sie sind Schatten von Sephiroth. Deswegen wollen sie auch alle zu ihm zurückkehren. Sagt jedenfalls Professor Hojo. Ja. Hier geht's nach oben. Nee.
Scheiße. Hast du gesehen, wo die Ninja-Göre hin ist? Keine Panik. Wir finden sie. Ich sehe sie. Hey, hey. Sie wird doch nicht etwa... Das ist... meine Rache. Konzentrier dich, Yuffie! Dann haben wir eine Abmachung. Haltet ihr euch auch dran? Nicht, dass uns irgendwann wieder die Turks oder Hojo auf den Fersen sind. Immer schön ja, ziehen. Ihr habt mein Wort. Genau so. Jetzt kommt's drauf an. Geschafft! Tu das nicht! Runter! Wachen, sofort hierher! Darf ich das als eure Antwort verstehen? Nein, das war... Keine Ausreden. Das bereut ihr noch. Sir, weg hier! Los, sofort alles absuchen! Findet den Attentäter! Das war Yuffie, oder? Glaub ja. Was jetzt? Wir müssen verschwinden. Cloud! Was ist mit Rufus? Abgehauen. Und was jetzt? Ich hab die Schwarzkutten gesehen. Auf dem Weg zum Hafen. Dann hinterher. Die Stadt ist abgeriegelt. Überall Wachen. In den Uniformen fallen wir nicht auf. Ihr geht voraus zum Hafen. Ich bleibe hier und kümmere mich um die 7. Infanterie. Alleine? Ganz sicher? Ja, so komme ich schneller voran. Kommandant! Bis dann am Hafen. Sir, Befehle? Ich habe Neuigkeiten. Der Attentäter flieht Richtung Süd-Junon. Nehmt unverzüglich die Verfolgung auf. Ich informiere inzwischen die anderen Einheiten. Nichts für ungut, Sir, aber... Der Attentäter und seine Gefährten besitzen Shinra-Uniform. Sie haben sich wohl getarnt, um nicht aufzufallen. Allein ist es zu gefährlich. Wir müssen zusammenhalten. Die 7. Infanterie mit Gas lässt niemanden zurück. Aber... Der Feind ist unter uns. Wir können niemandem vertrauen. Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Okay, danke. Vertraut ganz allein euren Kameraden. Zuerst müssen alle Einheiten informiert werden. Dann suchen wir zusammen den Attentäter in Süd-Junon. Mir nach! Jawohl! Ihr werdet euch alle abgesegnet! Bitte bewegen Sie sich umgehend nach Süd-Junon! Verdächtige jetzt Personen das Recht. Gesichtet! Unser Kommandant braucht unser Stützung! Ja. Genug! Führ! Nimm das! Führ! Ja! Führ! Ja! Es ist noch nicht vorbei.
Verschweigst mir einfach, dass du an der Parade teilnimmst, mein Freund. Die Motorradstaffel passt doch viel besser zu dir. Sieh an. Dein Fräulein hat dich wohl sitzen gelassen. Wer sind die denn? Na, unsere Fans. Wusstest du etwa nicht, dass unsere Treffen inzwischen legendär sind? Bleib zurück. Sir. Du glaubst ja gar nicht, wie lange ich diesem Augenblick entgegengefiebert habe. Und dir geht es doch sicher genauso. Dann bringen wir es schnell hinter uns. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Zuerst brauchen wir die richtige Musik! Und dann Beleuchtung! Damit wäre unsere Bühne einfach perfekt! Ich kann euch nicht hören! Wir brauchen euch! Was wäre denn ein wahrer Kampf ohne das richtige Publikum? Meinst du nicht, mein Freund? Los! Jetzt heizt mir den Leuten mal richtig ein! Jedem unserer Treffen stärker, mein Freund. Wer ist der Nächste? Na, das war ein Kampf nur zwischen uns beiden. Mein Freund verdient einen Salut! Du führst deine Leute, wie man es von einem Kommandanten erwarten würde. Bin stolz auf dich, mein Freund. Auch ich habe eine Einheit unter mir und weiß, wie das ist. Du verdienst Respekt. Deine Männer lieben dich und das gehört belohnt. Das ist für dich. Thank you.
damit der Weg zum Hafen. Sicher? Klar, ich komme dir nach. Versuch's doch. Ihr geht schon mal vor nach Südjunon. Bekommen wir keine Erklärung, Sir? Zu dem Typ auf dem Motorrad? Der ist ziemlich lästig. Ist uns aufgefallen. Was wir wissen wollen ist, warum sie versuchen, uns loszuwerden. Sind wir ihnen denn etwa so sehr im Weg? Oder könnte es sein, dass sie in Wahrheit der Attentäter sind? Ich wollte euch nicht täuschen. Tut mir leid. Bitte verzeihen Sie! Das war nur ein Scherz! Sie können nicht der Attentäter sein. Das war doch eine Frau. Aber wir haben verstanden. Wir sehen, dass Sie unbedingt alleine weiter wollen. Es tut uns leid, dass wir gestört haben! Bitte um Verzeihung! Nicht doch. Alles in Ordnung. Es war Ihre Führung, die uns zusammengebracht hat. Sie haben uns den Sieg ermöglicht. Dabei kennen wir uns ja eigentlich noch gar nicht so lange. Ich habe das Gefühl, nur dank Ihnen sind wir eine echte Einheit geworden. Das geht mir genauso. Wir waren wirklich großartig. Und es tut mir sehr leid, aber hier trennen sich unsere Wege. Wir sehen uns doch wieder? Ja, sicher. Immerhin ist dem Direktor nichts passiert. Könnte das Schiff nicht mal langsam ablegen? Shinra wird den Kahn schon über Wasser. Wurde der Attentäter schon festgenommen? Cloud! Alles okay? Ja. Gut, na dann. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für eine lustige Seefahrt mit den Jungs da. Okay, nächster. Sie überprüfen alle. Was nun? Wir gehen hinten rum. Wurde der Attentäter? Shinra wird den Kahn schon über Wasser halten. Hm? Kann ich euch helfen? Wir haben bei der Parade die Ehrenauszeichnung gewonnen. Und mit ihr eine Überfahrt nach Costa del Sol. Der Direktor selbst hat uns das zugesagt. Davon habe ich nichts gehört. Der Direktor hat eben viel zu tun. Gehören die da auch zu euch? Wo kommen die denn her? Kapitän, wir brauchen sie sofort an Deck. Da prügeln sich welche. Na, die Fahrt kann ja heiter werden. Die zweite Klasse ist frei. Wir haben äußerst feine Gesellschaft an Bord. Also benehmt euch entsprechend. Und du wirst mir schön arbeiten. Ei, Sir. Der Hund muss in den Frachtraum. Verstanden. Alles gut.